Halli, hallo, hallöchen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Wir sind heute auf dem Vormarsch in Sachen Fortschritt, Zukunft und ausgearbeiteter, hochintelligenter, toller, neuer Dinge. Ich habe überlegt, dass ich mein Bett umstelle. Weil es kann ja auch hier so stehen, unter der Treppe. Erstmal. Obwohl da noch Zimmer hinkommen. Aber wir wollen es ja nicht übertreiben. Erstmal haben wir ja im Prinzip Platz. Ne? Alles nehmen. So. Jetzt will mal so langsam anfangen, auch schon mal umzuräumen. Oh, hier, da kommen die Samen rein. So, zack. Wunderbar. Printing completed. Komm her. So, da haben wir einen schönen neuen Schiffsarbeitsplatz. Wo stellen wir den denn jetzt hin? Erstmal. Ich hätte schon gerne ein bisschen Platz eigentlich, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, Bürostuhl, Schreibtischlampe, Bürotisch. Einfache... Was? Das kann ich damit bauen? Eine Schreibtischlampe? Sportrucksack. Ein kleiner Rucksack für dein Tier. Brauchen wir Tintenknollen. Könnten wir sogar pflanzen. Warte mal. Wir brauchen erstmal... Ich brauche erstmal Metalle. Hier. Und dann brauche ich hier hinten... So, guck mal, jetzt haben wir nämlich da auch gutes Zeug mit. Ein Raum. Wir hätten gerne hier hinten, hätte ich gerne... Nee, nicht da unten, da oben. So. Metallwände. Echt jetzt nicht genügend Ressourcen, guck, wie teuer das immer ist, ne? Weißt du was, dann stelle ich jetzt diesen Schreibtischarbeitsplatz erstmal hier so auf. Kann der ja da stehen. Toll, ich dachte, da kann ich irgendwelche tollen Sachen machen. Hab mich da jetzt übelst drauf gefreut. Da brauche ich wieder eine Hauptplatine. Achso, die kann ich aber selber basteln irgendwo. Wo ist die denn da? Was brauche ich denn dafür noch? Leiterplatten. 3 Stück. Plastemüll. Ich habe keinen Plastikmüll mehr? Printing completed. Ich brauche viel mehr Plastikmüll. Den werde ich da aber jetzt wahrscheinlich nicht finden, oder? Synthetische Materialien gehen mir auch aus, oder was? Wollt ihr mich eigentlich... Ey... Das ist ja der Kracher jetzt wieder. Das ist ja der Kracher. Jetzt habe ich keinen Plastikmüll mehr. Also ich dachte, wenn es eins gibt auf diesem Planeten, dann Plastikmüll. Da sind wir, da ist ein guter Strudel. Dann saugen wir uns doch hier erstmal die Materialien. Jetzt komm, ich will saugen, Mann.
So, ja, mehr Plastikmüll. Printing completed. Printing completed. Ich printe so viel, wie es geht. Printing completed. Dann machen wir jetzt noch ein paar Leiterplatten. Printing completed. Das ist eigentlich schon schön, was wir so herstellen können aus... Ne, jetzt brauche ich mehr synthetische Materialien, weil mir fehlt... Wie viel? Hauptplatine. Da fehlt mir noch einer und dann nochmal Plastikmüll. Also noch mehr... Oh, oh, oh. Wo wollt ihr alle hin? Stehen geblieben. Alles synthetische Materialien. Her damit. Ja, da ist aber gerade ein ganz guter... Ach komm. Ich habe schon lange auch keine Mottenschwärme mehr gehabt, ne? Weißt du, da baut man einmal ein bisschen rum und dann ist das ganze Zeug weg. Gibt's ja nicht. Printing completed. Mehr Plastikmüll. Printing completed. Witzig, dass wir uns selber Plastikmüll erzeugen müssen. Printing completed. So. Davon haben wir jetzt aber genug. Jetzt brauchen wir aber nochmal eine Ladung Plastikmüll. Also nochmal ein bisschen synthetisches Zeug sammeln. Hier wurde er schön langsam unterwegs. Nehmen wir gleich mit. Na, wann kommst du in meine Reichweite? Los, komm her. Dann nehme ich den da. Haha. Der hat es nicht gemerkt. Der dachte, ich kann hier, der kann hier vorbeifliegen, hat er gedacht. Hier fliegt man nicht da unten rein. Vor allen Dingen, wie bilden sich eigentlich diese Dinger hier? Ich meine, ne? Staubschicht unten hin oder her, bliblablub, aber wie? So, Hauptplatine. Wir müssen echt viel mehr in die Forschung gehen und dann das ganze Zeug bauen irgendwie. Wie sieht's hier eigentlich aus? Haufen Sonnenmelonen hier. Was soll man hinzufügen? Ist geil, wenn man nicht mehr krank ist ständig und das ganze Zeug so... apropos. Trinken wir mal. Hier dürfte doch mittlerweile auch so Regenwasser gesammelt worden sein. Ja. Kühlschrank. Ein bisschen sortieren. Ja, ich weiß. Aber wir haben noch. Wir haben noch. Ich habe hier noch irgendwo Spreckel. Jede Menge Flaschen. Hatten wir nicht noch irgendwo Spreckels? Hier zumindest Isodrink. Bisschen Energy, bisschen Energy, verstehst? Mhm, mhm. Iep. Oh Gott, das ist ja... Was ist das denn für ein Baukasten hier? Wow. Willst du mir jetzt erzählen, dass ich wieder Hunger habe? Verbesserungsstation. Da können wir die Sanitätsstation bauen. Da brauchen wir ein komplettes Bett. Ein komplettes Bett. Am Moment, kann ich dann in der Sanitätsstation schlafen? Weil dann reiße ich jetzt das Bett ab. Aber nee, wir brauchen noch eine Hauptplatine. Und dafür brauche ich wahrscheinlich erst wieder 8 Millionen Sachen, ne? Ja, Leiterplatten, Plastemüll. Ach komm, wenn wir eh gerade hier rumstehen und gelandet sind, dann schauen wir uns da jetzt auch mal um. So, ah, Moment, mein Abrissgerät. Mein Abrissgerät noch mitnehmen. So. Jetzt sind wir gut bestückt.
Das Ding ist, wir können natürlich dann tolle verbesserte Geräte bauen oder so. Stehen aber am Ende richtig doof da, weil, naja. Ja, ich will ja nicht behaupten, nichts behaupten, aber... Dann brauchen wir nämlich einen Haufen Kristallbatterien. Sportrucksack grün. Cool. Gucken wir erstmal, ob wir noch Synthetics finden. Die sind irgendwie gerade ein bisschen... Ich höre schon wieder irgendwo Motten oder so. Oder diese ekligen Websen. Ich weiß, da sagen wieder alle... Das heißt Wespe, aber in Bayern sorgst du halt Webse. Mir ist schon klar, wie das heißt. Pflanzenöl, Polymere. Warum wird es denn eigentlich so dunkel plötzlich? Wo ist das Nest? Da. Der verarscht mich doch. Brauche ich zwei Bolzen hier immer. Ey, Alter, wie viele leere Flaschen wollen wir eigentlich noch haben? Irgendwas muss hier gerade ganz Schlimmes laden oder so, weil mir geht hier richtig der Frame verloren gerade. Aber die Dinger braucht man auch für irgendwas noch. Oh, ich glaub's nicht, hier liegt Epoxid rum und Helium. Was ist das für ein geiler Turm hier? Megaturm. Jetzt kommt ein Sturm oder was? Ja, leck mir doch einer den dicken Bürzel wund. Boah, da drin gibt es Supersamen. Also ein bisschen Seuche ist hier, aber ist noch nicht so richtig ausgebrochen. Haben wir das Ding schon gescannt? Kaputte Destillieranlage, ja. Das finde ich eigentlich ganz geil, dass du Sachen... Oh, falls du sie verpasst, dann doch noch nachholen kannst. Boah. Alter, ist das laut, ey. Aber was soll ich sagen? So ist das, ne? Boah. Mich erwischt? Ne, noch nicht. Aber das war nah. Das war verdammt nah. Eine Hasenstatue? Kann ich die mitnehmen? Oh ja. Cool. Mist, ich habe keine Patches dabei. Könnte natürlich sein, dass mein Schiff gerade übelst Schaden nimmt. Rasieren wir uns das doch ein bisschen weg hier. Da müssen wir hin. Da gibt's gutes Zeug.
Mein Inventar ist voll. Habe ich hier irgendwas, was ich nicht brauche gerade? Ne, ich brauche alles. Okay, gehen wir erstmal zurück zum Schiff und holen uns dann später das Zeug hier. Dann können wir auch vielleicht noch ein paar Patches mitnehmen. Boah, Leute. Kreis macht ganz, ganz wilde Abenteuer. Ah, so. Apropos Sonnenmelone, habe ich davon noch was in der Tasche? Nee. Das kann aber Koriander. Das sind Samen. Kaffeenuss selbst ist vergänglich. Bienenhonig. Achso, ich kann ja erstmal Ähnliches einlagern machen. Kaum bin ich hier. Klar. Kaum bin ich hier. Nee, warte, die brauchen wir. Ich brauche bald einen ganzen Schrank für... Einmal durchsortieren, Ähnliches einlagern, obwohl Polymere können hier auch rein. Die haben wir wahrscheinlich eh nirgendwo. Sortieren, Ähnliches einlagern. Hier, das ist doch was Ähnliches. Epoxid... Das Zeug hier. Das sind Samen. Packen wir auch erstmal hier rein. Haben wir gerade ja nichts irgendwie anderes übrig. Pflanzenöl. Schnappen wir uns hier eine leere Flasche. Also Pflanzenöl haben wir jetzt auch jede Menge. Füllen wir ein bisschen Schmuddelwasser ab. Holen uns sauberes. Packen das da rein. Und gehen wieder los, ne? Nein, gehen wir nicht, Kreis. Hol dir erstmal noch die Patches. Ich habe da nämlich eine Kiste gesehen irgendwo. Also. Jetzt wird es wieder dunkel? Das Spiel, das will mich doch ärgern. Kannst du fast unendlich viel Schmutzwasser holen? Ist immer gut zum Filtern. Immer gut, was zum Filtern zu haben. Hier waren wir schon. Hier habe ich auch einiges mitgenommen. Irgendwas macht hier auch Geräusche. Von den Dingern habe ich jetzt auch erstmal die Taschen voll. Hier, Raps. Achso, das sammelt er dann automatisch ein. Ihr seht ja mal, ne, wie übel viel Zeug man braucht. Wahrscheinlich muss ich dann zu Hause irgendwie wieder einen Kühlschrank bauen, was nicht geht, weil mir irgendwelche Teile fehlen. Puh. Aber gut, den Turm haben wir gleich durch. Ich finde es halt krass, wie viel Zeit man hier versenken kann, weil Turm ist Turm, ne? Also, und du willst ja Sachen mitnehmen. Du siehst ja, dass wir jedes Mal denken, brauchen wir nicht, und dann plötzlich brauchst du doch 10 Stück davon. Das Spiel kann einiges. Das Spiel kann einiges, sage ich euch. Also es macht hart Bock. Okay, da kamen wir nicht rein, weil da müssen wir hier oben schnippeln. Das ist alles Biomasse und Biomasse ist auch wichtig. Kann man eventuell noch Sprit rausmachen und so. Wenn wir nur wieder nicht hier irgendwie pfeifrisches Arschdüsenfieber holen. Es ist hier Gammel.
Die haben wir schon gescannt, ne? Da ist noch eine leere Flasche, Kraftstoff. Roter Wassertank. Ach, die Dinger, guck mal. Können wir ein bisschen Wasser mit herstellen? Gratis Treibstoff ist auch immer gut. Aber wenn Treibstoff echt keine Ressource ist, vor der man Angst haben muss, dass sie einem zu dolle aufgebraucht wird. Da oben ist das Blinky, da müssen wir irgendwie hin. Hier kann man keinen Anlauf nehmen. Kann ich auf dem Container Anlauf nehmen? Ja. Patchies. Der kleine Mann hat hier so einen Aufstand gemacht. Saatgut und Setzlinge. Die Monokultur in unserem Garten senkt auf lange Sicht die Überlebenschancen des Gartens selbst. Das ist ein kurzsichtiger Ansatz. Wir brauchen Arten, die Dürre, Frost, jede andere Hölle, die uns bevorsteht, überleben. Okay, ja, lass uns ausnahmsweise mal nicht die Fehler machen, die unsere Vorfahren gemacht haben. Wird nicht passieren. Machen wir immer wieder derselbe Scheiß. Es ist immer wieder derselbe Scheiß. Dann gibt's einen fetten Krieg, danach halten alle wieder 20, 30, 40 Jahre zusammen. Dann gibt's wieder irgendwas ist übrig geblieben, zack, fertig, Kampf. Vernichtung, Leben, Vernichtung, Leben. Wir machen es immer wieder gleich. Irgendwann bleibt uns vielleicht gar keine andere Wahl, als uns entweder komplett zu vernichten oder uns zusammenzureißen. Das ist dann das Ende der Geschichte. Also entweder bist du gezwungen zu funktionieren, weil es nicht mehr geht. Und da der Mensch das ungern macht, wird der Mensch am Ende sagen, ja gut, komm, mach mal Feierabend hier, Licht aus, komm, ist egal, was nach uns kommt, wir schaffen es eh nicht mehr, ne? Dann ist die Aufgabe da, also andere Möglichkeiten wird der Mensch nicht finden, weil er recht unintelligent ist im Allgemeinen. Ich weiß, das wird jetzt wieder viele schockieren. Aber faktisch ist das so. So. Hier lagern wir noch Sachen ein. Hier machen wir noch das Ding rein. Können wir hier noch die Melonen mal mitnehmen und dann unten eventuell noch mit in den Kühlschrank packen. Na gut, zwei Stück können wir uns dann zubereiten oder so. Da ist noch ein bisschen Wasser drin. Schmutzwasser haben wir noch. Diese Grillen hier. Wir denn hier so noch irgendwas drin? Was sind das für Samen? Samen des mehrfingerigen Rapses. Das sind kleiner Samen. Da können wir uns also Raps auch noch selber anbauen mittlerweile. Unten zum Blubberwasser müssen wir mal gehen. Das auffüllen und einfüllen. Die Kochstation braucht Wasser. Essen wir mal die Melone, aber die bringt gar nichts irgendwie zu essen. Aber ist egal. Was kostet ein Kühlschrank? Oh, können wir bauen. Immer her damit.
So, machen wir das noch fertig hier. Dass wir wenigstens im Survival-Modus wieder sind. Dann haben wir das Gebäude hier auch relativ gut durchsucht. Dann müssen wir echt mal gucken, ob wir noch so ein lila Ding finden. Gibt halt viel Wasser, wenig Nahrung, ne? Ich brauche jetzt noch einen Gefrierschrank für Sachen. Können wir draußen hier noch irgendwo ein paar Samen lagern? Haben wir noch Platz? Sortieren. Einlagern, ähnliches. Ja, guck mal, hier können auch noch... Ups. Können auch noch ein paar Samen rein. Dann brauchen wir auch mehrere Samenkisten mittlerweile. Passt hier zufällig noch einer hin von diesen hübschen Kühlschränken? Position blockiert, ja. Ja, sehe ich. Hab ich kommen sehen. Warum? Ist es wegen dem Wassergerät oder? Na, war da nicht gerade was? Nee. Warte, da müssen wir hier. Ich brauche noch einen Namen für den. Wir haben gar keinen Namen. Behälter nicht leer. Ja, weil. Weil du da im Weg stehst. So, warte. Dann bauen wir jetzt erst den Kühlschrank hier hin. Jetzt hat er Platz. Na. So. Dann schon mal die wichtigen hier. Patat, das kann ja alles kaputt gehen. Deswegen müssen wir das alles einfrieren. Das auch. Sortieren. Haben wir noch was Vergängliches hier drin? Nö. Dann nehmen wir das Ding. So, dann kommt da unser Lümmel rein. So, dann kommt Lümmelo hier hin. Wasserstation hängen wir hier drüber auf. So, haben wir noch eine Reinigung im Gange. Sortieren uns das ein bisschen. Sehr schön. Haben wir irgendwo Bio-Kraftstoff schon drin gehabt? Hier war synthetischer drin. Ich glaube, hier war noch Bio, hä? Ja, Istekork haben wir auch gefunden. Alles schön gratis. So, das kann noch mit runter. Sehr gut. Dann kann das wieder in die Ladestation erstmal rein. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, in der nächsten Episode wieder. Wir müssen Hummerpaprikas pflanzen. Ja, das wird vielleicht so der nächste Plan, noch ein bisschen mehr auszubauen. Und dann ein bisschen mehr noch... Aber Energiekristallkraftstoff ist halt echt übel, ne? Das könnten wir schon easy machen. Das könnten wir machen. Also Fabrikator-mäßig Ballonkern müssen wir... Wir müssen eventuell irgendwann welche hinzufügen. Lädt Kristallbatterien betriebene Werkzeuge auf. Aber wir haben noch keine Kristallbatterie-Werkzeuge. Entweder kommt das noch, oder es ist irgendwann, weil das Spiel hat ja erst 2 Kapitel. Keine Ahnung, wie weit das dann ist. Werden wir sehen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen, erfolgreichen Tag. Wir sehen uns, wenn ihr Lust habt, beim nächsten Mal wieder. Bewerten, kommentieren. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen, reingehauen und ciao.